Angekommen im Resort. Von der Provinz in... Scheiße, jetzt fällt mir nichts Gutes ein. Von der Provinz in den Luxus. Gibt's da nicht irgendein geiles Wortspiel? Von der Provinz in den Potz? Ah, Provinz Potz, ja, passt. Einen wunderschönen guten hier aus dem Resort. Wir sind angekommen, das wunderschöne Meer ist da. Da sind diese kleinen Villen, wo wir auch in einer wohnen. Das ist richtig entspannt. Die Dusche ging zwar am Anfang nicht, hier mal ein kurzer Ausschnitt. Jetzt, wo ich mich eingesetzt habe, geht danach nicht wieder an. Und das nennt sich eine Villa. Was ist hier los? Es brennt in den Augen. Oh. Jetzt kommt Wasser. Wo kommt Wasser raus? Ja, es kommt wieder Wasser. Wasser. Aber das hat sich jetzt auch geklärt. Das heißt, wir können die Zeit hier einfach genießen, können im Pool chillen, können die Sachen verarbeiten, die wir gesehen haben, können uns unterhalten, können spielen, können uns einfach mal ausruhen. Das Leben genießen ist echt dankbar, wenn man gerade gesehen hat, jetzt die letzte Zeit, wie die Menschen da gelebt haben, wie einfach, mit wie wenig und trotzdem glücklich, dass es uns so gut geht, dass wir jetzt einfach hierher kommen können und das Leben aus vollen Zügen genießen können. Und ich führe euch einfach mal ein bisschen rum. Viel Spaß! Leute, was ein nices Leben! Oh, ein Traum, ich sag's euch, ein Traum. Das nenne ich mal eine brutal geile Kulisse für ein Abendessen. That I'm afraid of. Whack rappers asking what you made of. I still love music and all the time it takes. Wir haben hier leckeres Essen auf dem Tisch. Auf dieser Platte sehen Sie plain Reis. Einfach nur normalen Reis. Auf der anderen Platte sehen Sie Reis mit Knoblauch. Das ist Garlic Reis. Auf der Platte Nummer 3, die Platte hier, sehen wir einfach eine Platte mit gemixten, Mixed Vegetables, auf Deutsch gemischtes Gemüse. Dann im Pott, zur Rechten des Garlic-Reises, haben wir eine Fischsuppe mit Kamote-Tops, was heißt Süßkartoffelblätter. Dann geht es weiter mit Beef Ampalaya. Ampalaya nennt sich Bittermelon. Und nein, falsch, doch richtig, nennt sich Bittermelon. Und ist ein bitteres Gemüse, was zusammen mit Beef gekocht und angeschmort wird. Sehr lecker. Dann geht es weiter nach rechts. Dort finden Sie das Bam-E. Bam-E ist eine spezielle Art von Nudeln, ähnlich den bekannten Glasnudeln, gemixt mit einer Art Spaghetti, die dann mit Gemüse angedünstet werden. Serviert wird mit Service Water zu meiner rechten und linken und in wenigen Minuten kommt auch Fruchtshakes und Bier an den Tisch. Danke. I know this beat is different, that's because I am too. I do everything in life, or haters just pretend to. Try to mix the genres like marijuana and liquor. The days are just going quicker, so baby, undo your zipper now. I'm getting off the topic. The problem today is gossip, or to sell away the soul to make some pocket change and profit. Yeah, I got connects too. I'ma bite your head off like a T-Rex do. That is what success do. I can never stress you. So many crying dwell. Might as well buy a line just to put them in a cell. That's what labels think when they see you start to rise. Only tell the truth, and if you don't, I pick apart the lies. See the heart within my eyes like the chosen one. Yeah, I could've walked the distance, bitch, but I chose to run. Took my focus when no one would care to notice. Now they follow every word I say like POTUS. So, wir haben schon alles zusammengepackt, aber ich wollte wenigstens noch einmal kurz durchfilmen, deswegen schnelle Haustür, auch wenn es dunkel ist. Also, man kommt hier rein, unten. Ein, zwei Betten, ein Fernseher mit schön vielen Fenstern, einer Klimaanlage. Hier ist das Bad, Dusche, Toilette, so Umziehbereich, ist ganz cool. Und dann geht es hier so eine Spartreppe hoch.
eigentlich auch ganz cool. Und hier oben ist noch ein Bett. Hier kann man so runter gucken. Und da ist dann dieser Balkon mit dem ziemlich nicen Ausblick. Und dieses Paradies verlassen wir jetzt. So, noch ein kurzer Zwischenstopp, um ein paar Souvenirs zu besorgen. Und dafür sind wir hier in so einem Shop, die so handgemacht so Sachen flechten. Mega nice. Dann geht es in das schiefeste Haus, das ich kenne. Und hier oben sind lauter Mitbringsel. Und wir haben den halben Laden leer gekauft. Hier ist von Taschen bis noch mehr Taschen. Der halbe Laden da leer gekauft von der Sarah. Tischdecken. Noch mehr Kram. Ganz, ganz viel Kram. Ganz toller Kram, ja. Ganz toller Kram. Kuya Kids. Hallo Kuya Kids. Wahrscheinlich versteht ihr nichts, weil die Frau da im Hintergrund die ganze Zeit babbelt. Aber wir sind hier auf dem Dorfflughafen in Tacloban und fliegen jetzt nach Manila zurück. Hier ist wirklich nichts los. Wir haben hier drei Gates. Sind im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur Türen und sehen jetzt zu, dass wir ins Flugzeug kommen. Aber die sind mega entspannt, was Gepäck angeht und so weiter und so fort. Mega entspannt. Selbst der große Typ muss nicht drauf zahlen. Yeah, I'm gonna win soon. Look at the history, shit is a lie. Those who put misery off to the side are the ones who invincibly willing to die for the thing that they love. Put music above and it can't fail. Fuck working every day. Und schon sind wir in Manila, dieser dreckigen großen Stadt. Zum Glück geht's in 5 Tagen schon wieder raus und diesmal nach Palawan. Und das wird ein richtiges Abenteuer. Wir sind jetzt noch so circa 10 bis maximal 15 Kilometer wieder von der Hauptstraße entfernt, fahren hier durch die Berge. Oh!